Zusammenfassend können wir also sagen, der Zähler zählt die Teile von einem Ganzen und der Nenner benennt die Teile, in die wir ein Ganzes eingeteilt haben. Wir kehren nochmal zu unserer Anfangsaufgabe zurück. Und zwar ein Viertel plus ein Viertel ist gleich zwei Viertel. Ein Viertel heißt also, ich habe ein Ganzes ursprünglich in vier Teile aufgeteilt und habe davon noch ein einziges Teil. Diese Fläche habe ich also noch. Ein Stück von vier. Das gleiche hier nochmal. Vier Stücke Schokolade hatte ich ursprünglich. Und drei habe ich aufgegessen, also bleibt noch eins übrig, also ein Viertel. Plus. Ist gleich, und jetzt wird es ganz deutlich, die vier Teile behalte ich ja. Die verändern sich nämlich nicht. Und wenn ich von einem Viertel und einem Viertel jeweils noch ein Stück übrig habe, dann ergibt sich dann natürlich auch draus 1 plus 1, der Zähler verändert sich. Aber der Nenner nicht. Denn es ändert sich nichts an der Tatsache, dass ich zu Beginn 4 Teile hatte und eben nicht 8. Wenn es also 2 Achtel gewesen wären, dann hätte ich gesagt, ich hätte ein Ganzes nicht in 4 Teile aufgeteilt, sondern eben in 8. Und das wären im Übrigen wesentlich kleinere Stücke gewesen. Was wäre eigentlich die Aufgabe mit dem Ergebnis 2 Achtel? Ganz einfach. Und zwar ein Achtel plus ein Achtel ist gleich 2 Achtel. Zum Abschluss habe ich hier euch nochmal ein paar Figuren aufgezeichnet, weil ich ja zwischendurch schon mal erwähnt habe, dass Form und Größe keine Rolle spielen. Und dann könnt ihr selber nochmal überprüfen, ob ihr verstanden habt, was im Nenner steht und was im Zähler steht. Ich habe hier einen Kreis. Rot bedeutet, habe ich nicht mehr. Grün bedeutet, habe ich noch. Und dazu brauchen wir jetzt den dazugehörigen Bruch. Ich hatte ursprünglich 1, 2, 3 Teile. Und habe noch 2 Teile übrig. Dieser Bruch heißt also 2 Drittel. Bei dem Dreieck. Ich habe ursprünglich das Dreieck in 2 Teile geteilt. Das benennt mir der Nenner. Und ich habe noch ein Teil übrig. Das steht hier im Zähler. Also heißt der Bruch ein Halb. Hier habe ich ein Rechteck. Das habe ich auch in gleiche Teile aufgeteilt. In wie viele Teile habe ich also das Rechteck aufgeteilt? Das benennt mir nämlich der Nenner. Also in 1, 2, 3, 4 Teile. Und ich habe noch 1, 2, 3 Teile. Das steht im Zähler. Also das zählt der Zähler. Hier habe ich ein Rechteck aufgeteilt. Und in wie viele Teile, gleiche Teile, habe ich es aufgeteilt? Das benennt mir der Nenner, nämlich in 1, 2, 3, 4, 5. Das gehört also in den Nenner. Ich habe noch genau 2 Teile davon und das zählt der Zähler.
Wenn ihr also verstanden habt, dass ein Bruch nichts anderes als eine Divisionsrechnung ist, nur anders dargestellt, und dass der Nenner immer benennt, in wie viele Teile ursprünglich ein Ganzes aufgeteilt worden ist, und der Zähler zählt, wie viele Teile von dem ursprünglichen Ganzen, in den es aufgeteilt worden ist, vorhanden sind, dann habt ihr eine wesentliche Grundlage der Bruchrechnung verstanden und werdet keine Schwierigkeiten mehr haben beim Addieren oder beim Subtrahieren von Brüchen. Aber dazu demnächst mehr. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß beim Bruchrechnen oder beim Schokoladeessen. Also bis dann. Tschüss.